Hochverehrter Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, verehrte Gäste! Die Entscheidung, den Nationalpark Kellerwald-Edersee auszuweiten, ist gut. Das ist anzuerkennen, und hinter diesem Satz folgt auch kein Aber. Das kann man doch auch so mal sagen. Danke schön. Wir als LINKE haben uns gefreut, als 2017 in Krakau die Entscheidung fiel, den Nationalpark als Teil des transnationalen Weltkulturerbes anzuerkennen und damit auch seine Bedeutung besonders herauszustellen. Die jetzt geplante Erweiterung auf 7.700 Hektar stärkt den Nationalpark in seinen Beiträgen zur Biodiversität und zum Artenschutz, und er leistet vor allen Dingen auch einen wichtigen Beitrag zum Tourismus. Auch zum Weg zur Erweiterung hat das Ministerium mit den Gesprächsformaten mit den unterschiedlichen Akteuren in der Region vieles richtig gemacht. Ja, danke. Denn so entsteht nämlich Akzeptanz für ein wirklich wichtiges Projekt. Ja, das kann man, glaube ich, auch tatsächlich mal an der Stelle sagen. Und ich würde mir wünschen, dass wir diese Erweiterung gemeinsam feiern können und wir dieses auch mit den nachfolgenden Generationen noch lange feiern können und etwas von diesem Nationalpark haben. Nur leider an dieser Stelle bei der Frage, wie geht es eigentlich weiter, da habe ich meine Zweifel. Denn in Ihrem Antrag verlieren Sie kein Wort darüber, dass genau dieser Buchenwald die kommenden 30 Jahre mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht überleben wird, meine Damen und Herren. Bei der Vorstellung des Waldzustandsberichts vor wenigen Wochen stellte die hessische Umweltministerin fest, dass der Klimawandel in Hessen angekommen sei und erstmal vermehrt auch Buchen abgestorben sind. Richtig, die heimische Rotbuche kann nämlich längere Trockenperioden mit hohen Temperaturen nicht gut ertragen. Buchenbestände sind einem solchen Klima, wie sich auch im mediterranen Raum zeigt, die sind in diesem Klima nicht überlebensfähig. Wenn wir jetzt 30 Jahre weiterdenken, und das ist für so eine Buche eine relativ kurze Zeitspanne, dann wird sich bei dem aktuellen Klimatrend im Kellerwald kein Buchenwald mehr neu bilden können und kein Buchenwald mehr halten können. Ein anderer Waldtyp wird sich herausbilden, in dem die Rotbuchen dann nur noch eine untergeordnete Rolle spielen. Wie der Monitoringbericht des Umweltbundesamtes 2019 festhält, hat der Anteil der Buche in den Naturwaldreservaten zwischen 2014 und 2018 erheblich abgenommen. Und in dieser Betrachtung ist der heiße Sommer 2019, meine Damen und Herren, noch nicht einmal berücksichtigt gewesen. Und diese Phänomene sind eben nicht nur in der Literatur zu erkennen. Wegen des Buchensterbens mussten am Edersee Rad- und Spazierwege in diesem Sommer schon dauerhaft gesperrt werden. Das ist natürlich dann tatsächlich Wasser in den Wein, und das schränkt unsere Freude dort erheblich ein. Und von dieser Bedrohung des Nationalparks und seinen drastischen Folgen lesen wir in Ihrem Antrag allerdings gar nichts. Um nicht falsch verstanden zu werden, man kann, ja, man muss den Nationalpark ausweiten. Aber das geht nicht ohne die aktuellen Entwicklungen, die langen, trockenen Sommer, das Buchensterben, die erhöhte Waldbrandgefahr zu berücksichtigen. Kein Wort, wie sich der Tourismus in einem sterbenden Buchenwald eigentlich entwickeln soll. Dazu haben wir von Ihnen nichts gehört. Und in diesem Antrag von Ihnen wird suggeriert, dass mit der Erweiterung des Nationalparks Klimawandel, Biodiversitätsverlust und Buchensterben bekämpft werden kann. Aber da vertauschen Sie Ursache und Wirkung. Der Buche ist es vollkommen egal, ob sie ein Schild bekommt, auf dem Naturpark steht. Was sie bedroht, ja, Nationalpark. Was sie bedroht, ist der viel zu hohe Ausstoß von Treibhausgasen, und dieser Trend ist bekanntlicherweise nicht gebrochen. Weltweit nicht, nicht in Europa, nicht in Deutschland und eben auch nicht in Hessen. Auf Rang 23 von 57 Ländern steht Deutschland auf dem gestern veröffentlichten Klimaschutzindex. Und heute wird berichtet, Sie haben es wahrscheinlich alle gelesen, dass die SUV-Zulassungen in Deutschland eine neue Rekordhöhe haben. Um gerade einmal 14,9% sind die CO2-Emissionen in Hessen gegenüber 1990 zurückgegangen. So schreibt es das Umweltministerium für das Bilanzjahr 2017. Von 2016 bis 2017 betrug die Abnahme der CO2-Emissionen gerade einmal 1,5%. Mehr als das Doppelte, und das wissen wir, mehr als das Doppelte wäre nötig, um die Klimaschutzziele von Paris einzuhalten. Und dabei sind die Kohleimporte nach Hessen noch nicht einmal berücksichtigt worden.
Ich behaupte nicht, dass mit mehr Klimaschutz in Hessen der globale Klimawandel vollständig aufgehalten werden könnte. Für 2% des weltweiten Treibhausausstoßes in Deutschland sind wir verantwortlich. Aber diese Verantwortung, meine Damen und Herren, diese Verantwortung verschwindet nicht, wenn man sie in kleine Teile zerlegt und sagt, na ja, dann können wir doch nichts tun. Die Hessische Landesregierung übernimmt die Verantwortung auch für diesen kleinen Teil eben nicht ausreichend. Herr Felstehausen, Augenblick mal eben. Es ist sehr unruhig im Raum. Ich bitte doch, etwas konzentrierter dem Redner zu lauschen. Vielen Dank, Herr Präsident. Und ein Problem ist, dass wir in Hessen eben nicht genau wissen, wo wir beim Klimaschutz stehen. Wir als LINKE haben mehrfach im Umweltausschuss nachgefragt, um etwas über die Wirksamkeit des hessischen Klimaschutzplans zu erfahren. Die hessische Umweltministerin kann oder sie will nicht sagen, wie viele Tonnen CO2 durch den integrierten Klimaschutzplan 2025 bisher eingespart wurden. Aber es kann doch nicht sein, dass fast 3 Jahre nach Inkrafttreten dieses Klimaschutzplans keine Informationen darüber vorliegen, wie viele Tonnen CO2 jeder der 140 Klimaschutzmaßnahmen einspart, ob die Maßnahme wirkt oder ob wir gegebenenfalls beraten müssen, an welchen Stellen wir nachbessern müssen. Mit der Überprüfung des integrierten Klimaschutzplans will uns die hessische Umweltministerin auf das Jahr 2023 vertrösten. Frau Ministerin, Sie müssen liefern, und das spätestens Ende 2020. Denn 2018 haben die EU-Mitgliedstaaten sich darauf verständigt, im kommenden Jahr zu überprüfen, wo wir beim Klimaschutz gemeinsam stehen. Und das ist nächstes Jahr, nicht erst 2023. Was wollen Sie denn der Bundesregierung mitteilen? Das Gleiche, was wir in meinem Ausschuss zu hören bekommen. Wir sind auf einem guten Weg, und Hessen wird seinen Beitrag zur Erreichung der Klimaschutzziele des Pariser Abkommens leisten. Sie wissen, dass das nicht der Wahrheit entspricht. Der hessische Klimaschutzplan wurde nicht für das 1,5-Grad-Ziel, sondern für das 2-Grad-Ziel ausgelegt, und selbst dafür reichen die Maßnahmen nicht. Sie können nicht immer behaupten, die hessische Landesregierung ist toll beim Klimaschutz. Sie müssen es jetzt endlich belegen. In der kursorischen Lesung waren Sie noch nicht einmal in der Lage, dazu zu sagen, wie viel Geld für den Klimaschutz insgesamt im nächsten Haushalt eingestellt wird. Aber, meine Damen und Herren, die harte Währung des Klimaschutzes ist nicht die Anzahl der angekündigten oder die Anzahl der begonnenen Maßnahmen. Die harte Währung des Klimaschutzes sind die eingesparten Tonnen CO2. Und diese Zahlen müssen jetzt endlich auf den Tisch. Mit diesem Unwissen zur Wirksamkeit der Klimaschutzmaßnahmen torpediert die Landesregierung ihr Ziel, mit der Erweiterung des Nationalparks Kellerwald-Edersee auch noch einen größeren Bestand alter Buchenbestände zu schützen. Ich frage mich, warum dann überhaupt dieser Antrag? In Madrid, und ich glaube, insbesondere liebe Kolleginnen und Kollegen von den GRÜNEN, in Madrid läuft derzeit die 25. Weltklimakonferenz. Und die GRÜNEN im Hessischen Landtag machen einen Antrag zum Kellerwald zum Setzpunkt. Ich frage mich, was läuft da eigentlich falsch? Wenn überhaupt eine Debatte zum Ende des Jahres 2019, ein Jahr, in dem es so viele Schäden durch Klimawandel sichtbar geworden sind wie nie zuvor, dann sollten wir sie doch zum Klimaschutz führen. Meine Antwort ist, Sie drücken sich. Sie wollen keinen Aufmerksamkeitsfokus auf den Klimaschutz in Hessen legen, weil Sie wissen, dass Hessen eben keinen ausreichenden Beitrag zum Klimaschutz leistet, weil das Ergebnis mit steigenden Emissionen im Straßenverkehr und höherem Stromverbrauch bei stagnierender Energiewende katastrophal ausfällt. Zugegeben, das Thema Digitalisierung gestern war nicht die bessere Wahl für eine Regierungserklärung. Aber mein Tipp: Mehr Transparenz, machen Sie Anträge und Regierungserklärungen, wenn Sie etwas zu sagen haben, und nicht, wenn Sie versuchen, etwas zu verbergen. Vielen Dank.